Heute ist Mittwoch, der 2. 8., glaube ich. Ja, der 2.8. Und ja, wir haben es heute tatsächlich noch zeitig. Ich glaube, wir haben es 7:30 oder so. Und ja, der Kleine hat heute super geschlafen, nicht? Morgen. wir sind gestern Abend, also er ist schon auf der Couch eingeschlafen so ein bisschen. Und dann sind wir ins Bett und dann hat er 11:45 nochmal eine Flasche bekommen, wo er aber auch eigentlich dabei geschlafen hat, sondern mehr oder weniger am Schlaf getrunken hat. Und dann kam er heute früh 6:30 wieder. Yay! Das heißt, Mama konnte ausschlafen. Ja, ich habe mich zwar noch nicht fertig gemacht, ich habe mir nur was angezogen. Soll halt wieder so warm werden, aber genau. Vielleicht war auch das Gewitter, weil wir hatten die Nacht richtig böses Gewitter und ich dachte ja schon, oh Gott, vielleicht wacht der Kleine auf oder so, aber nein. Er hat geschlafen wie ein Stein. Ich war zwischendurch mal munter, weil es so geknallt hat draußen und wir haben hier hinterm Haus vom Nachbarn, der hat zwei große Hunde und die waren scheinbar draußen und oh Gott, die haben komplett Bambule gemacht und gebellt und in einer Lautstärke und ich dachte nur so, hol die Hunde rein. Aber nee, fand er irgendwie nicht so notwendig. Ist vielleicht auch nicht ganz so cool, wenn die Hunde bei so einem Gewitter draußen sind, aber gut. Ich bin da sowieso nicht so überzeugt, dass die da so gut aufgehoben sind. Ist ja für mich relativ untypisch, euch mitten in die Woche mitzunehmen. Aber das hat heute einen bestimmten Grund. Heute passiert ein bisschen was. Zum einen kommt 11:45 die Hebamme. Naja gut, das ist ja, aber die kommt jetzt nur noch einmal die Woche, nächste Woche gar nicht, weil sie im Urlaub ist. Aber es ist ja auch alles super bei uns, also. Na, sie guckt dann immer nur mal. Was erzählst du uns? Hallo? Genau, und ansonsten, ich fange heute wieder an mit Training. Also, ja, nur mit meinen großen Mädels, weil offizielle Eröffnung ist ja am 2.9., hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt. Und, ja, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen trainieren fürs Eröffnungsprogramm und wir machen noch ein öffentliches Training und so und das müssen wir da noch ein bisschen vorbereiten. Und genau, von daher werden wir das heute beginnen und ich muss noch Unterrichtsvorbereitung machen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich anstelle. Ich guck mal, was ich davon alles mitfilmen kann. Also Unterrichtsvorbereitung machen definitiv, da bin ich ja alleine. Und ja, bei den Mädels, die wissen noch nicht, dass ich YouTube-Videos mache. Also eine schon. Eine weiß es. Die hat mich schon mal drauf angesprochen, die hat mich gefunden. Aber ich glaube, die würden das jetzt auch nicht so blöd finden oder irgendwas. Aber naja, das weiß halt noch nicht. Also einige vermuten es mittlerweile, glaube ich, so von meinem Umfeld. Und ja, aber ach, warum da irgendwie groß was sagen? So, und ach, was ich heute auch noch machen muss, sind Plakate bestellen. Und mal auf Facebook und Instagram-Seiten vom Tanzstudio das mal sagen, hier pass auf, wir machen Eröffnung. Ich habe die schon länger, die Seiten und gerade den Umbau hatten wir damals mit begleitet. Ich kann euch die Seiten auch mal unten verlinken, wenn es jemanden interessiert. Das ist natürlich auch so eine regionale Geschichte, so ein bisschen, aber wer weiß. Und dann hatte ich aber halt auch ein bisschen jetzt Pause gemacht, weil ich hatte auch das geschrieben hier, ja, jetzt erstmal Babypause. Und dann kommt aber heute der Post, dass wir wieder beginnen und das am 2.9. Eröffnung ist. Das muss ich aber auch noch alles vorbereiten. Die Plakate an sich habe ich fertig, das poste ich dann einfach mit. Muss ich halt dann bloß noch in Druck geben auch noch und ja. Tanzt du mit der Mama heute? Tanzt du mit der Mama heute? Ja. Nö, nicht so richtig, würde ich sagen. Gut, ich mache jetzt erstmal den Kleinen fertig und dann geht's los. So, wir sind jetzt angezogen und die Mama hat natürlich wieder nur Mist im Kopf. Hat ja ein Iro gekämmt, ne? Hat jeden kleinen Iro gekämmt. The outfit of the day. Ein Iro. Ein Schäfchen-T-Shirt. Eine Chili-Milli-kurze Hose. Ich glaube von Ernstings. Und Socken von H&M. Und das T-Shirt ist auch von H&M. Also H&M, nicht? Genau. Und ansonsten nix weiter, weil es ist warm. Ne? Sie ist ganz warm wieder. Ja, wir haben ihn jetzt auch wirklich jeden zweiten Tag oder zum Teil sogar jeden Tag die letzten Tage gebadet abends, weil es war so warm über den Tag. Er hat den ganzen Tag so geschwitzt und ich meine, ich werde auch nicht so verschwitzt irgendwie ins Bett. Und er hat richtig geklebt an der Haut, also deshalb haben wir einfach gesagt, ich habe ihm dann, hatte ich euch ja jetzt auch schon, glaube ich, mal erzählt.
Ja. Ich habe ihn einfach wieder mit zu mir in die Wanne genommen. Also ich bin in die Wanne gegangen und habe ihn dann mir zwischen die Beine gelegt. Und ja, das gefällt ihm scheinbar. Juckt. So, und wenn ich es jetzt schaffe, dich irgendwo abzulegen, warum bin ich gerade so unscharf? Besser. So, und wenn ich es jetzt schaffe, das Kind irgendwo abzulegen, dann würde ich jetzt auch mal aus mir noch einen Menschen machen. Los? Ich strampel. So, es ist jetzt schon eine ganze Ecke später. Wir haben mittlerweile alles aufgeräumt in der Wohnung. Und ich habe auch meine Couch mal abgezogen und den Bezug in die Waschmaschine geschmissen. Ein Hoch auf IKEA, wo man das machen kann. Ja, und jetzt war die Hebamme noch da und alles super mit dem Kleinen. Er hat jetzt 5420 Gramm gemessen. Wow. Und ja, also ansonsten auch alles super. Die ist jetzt 2 Wochen im Urlaub. Das heißt, wir sind jetzt 2 Wochen auf uns gestellt, aber das ist gar kein Problem. Ja, und jetzt mache ich den Kleinen fix fertig. Und weil der fährt jetzt mit dem Papa zu Oma. Papa mäht Rasen, der Kleine wird von der Oma betreut, damit ich meine Unterrichtsvorbereitung machen kann. Genau, deshalb packe ich jetzt schnell die Wickeltasche zusammen und ziehe den Kleinen noch was an und der schläft gerade ein. Ja, und ich bin gerade ein bisschen außer Atem, wir waren nicht gerade nach unten und jetzt habe ich das Kind hochgetragen. Und wie ich heute Unterricht machen soll, wenn ich schon nach einmal Treppensteigen außer Atem bin, keine Ahnung. So, mein Kind ist weg, mein Mann ist weg und ich bin in meinem Studio. Bäm. Ach, ich könnte euch gar nicht vorstellen, ich bin froh, wieder hier zu sein irgendwie. Ja, ich werde jetzt ein bisschen Unterrichtsvorbereitung machen und ja, jetzt kriegt ihr schon mal einen kleinen Einblick. Genau, ja, ich mache jetzt mal was. Ich habe zwar noch keine Ahnung und ich muss jetzt erstmal Musik raussuchen und hin und her, aber ne? Genau. Ich habe gerade die Unterrichtsvorbereitung für meine Weiber heute gemacht. Und ich merke, dass ich seit Februar nichts mehr gemacht habe. Ich bin so im Arsch. Ich bin so im Eimer. Aber gut, zu meiner Verteidigung, es sind heute bestimmt auch wieder 30 Grad draußen. Also, es ist nicht so einfach, nicht? Das ist total komisch. Also, dieses Switchen zwischen Mama sein und arbeiten. Wir haben so um 2 erst. Alles gut. Wo ist eigentlich mein Handy? Ich glaube, es ist noch in der Küche. Ja. Nee, aber dieses von einer Seite auf die andere so ein bisschen hin und her switchen ist echt ein bisschen kompliziert im Moment. Also auch so gefühlstechnisch. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Ich denke, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Aber das wird schon. Ja, da ist er. Mopsi. genau, ich werde jetzt noch für die Choreos, die wir sowieso haben, mal ein paar Aufstellungen machen. Im Übrigen, ich habe euch ja erst kurz gezeigt, wie ich in meinen Büchlein hier, weil ich mache das, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen. Also wenn euch diese ganze Tanzereinummer nicht interessiert, müsst ihr mir Bescheid sagen, nicht? Also dann müsst ihr einen Ton sagen und dann schneide ich das nicht mehr mit rein, kein Thema. Dann lasse ich das weg, aber wir haben, bei mir gehört es halt einfach zu meinem Alltag mit dazu und gerade die Vlogs sollen euch halt einfach einen Eindruck von meinem Alltag geben. Deshalb, ja. Gut, aber zumindest wäre ich dann nicht mehr so viel darüber. Da werde ich nur sagen, okay, ich habe halt Unterricht und dann ist es erledigt, nicht? Nee, aber ja, ich mache das auf jeden Fall mal so. Ich schreibe mir dann immer so ganz grob die Kombis so ein bisschen in mein Büchlein ein. Und das kann auch keiner entziffern, außer ich. Ich kann euch das ja gerne mal zeigen. Tada! Also wirklich Chaos pur. Also heute mache ich für einen Kurs die Vorbereitung, aber zu Hochzeiten hatte ich mal irgendwie 16 Kurse die Woche und wenn man sich dann für jeden Kurs extra
5, 6, 7, 8, 9, 10 Kombis, Choreos, was auch immer merken will. Das wird dann irgendwann schwierig. Ich habe es eine Zeit lang auch so gemacht, dass ich alles, was ich an Choreo gemacht habe, mit dem Handy aufgenommen habe und gefilmt habe einfach. Ja, das ist aber auch... weiß auch nicht. Also die Choreos filme ich oftmals noch, aber so die Kombis, die Trainingskombis, die ganz normalen, die schreibe ich dann halt schnell auf. Es ist ja meistens auch nicht so viel, es sind ja eher wirklich Übungskombinationen, wo man einfach verschiedene Schritte und Schrittabläufe einfach dann übt mit den Schülern. Genau. So, wie gesagt, ich mache einfach ein bisschen Aufstellung und dann Feierabend. Erstmal 18 Uhr kommen dann die Mädels in 4 Stunden. Ich muss dann wegen der Duschen gehen. Ich stinke, ich klebe, ich weiß ich nicht. Werden zwar heute abends nochmal duschen gehen, aber egal. Ich habe alles erledigt unten und warte auf meinen Mann und mein Kind. Weil ich habe auch gerade schon bei meinen Schwiegereltern angerufen, da wo mein Mann ist. Weil mein Kind eigentlich schon lange mit Essen dran wäre und eigentlich es ausgemacht war, dass mein Mann pünktlich so zu Hause ist, dass der Kleine dann hier zu Hause essen kann. Deshalb habe ich jetzt auch keine Flasche mitgegeben. Ich hatte bloß ein bisschen Tee mitgegeben. Und ja, jetzt habe ich gerade schon angerufen und gesagt, wo bleibst du? Das Kind kriegt was zu essen. Ja, sag doch nichts. Ich sehe, ja, aber du weißt, über den Tag wecken wir den Kleinen auch mal, damit er dann nicht die Nacht zum Tag macht. Naja, aber gut, anscheinend dem Kleinen geht's gut, von daher alles super. Ich komme jetzt auch gleich dann und ja, ich bin total fertig. Wenn ich dran denke, dann halt abends noch Unterricht machen zu müssen. Was heißt heute Abend? In 2,5 Stunden kommen die Mädels. Ja, ne? Und das ist das Nächste. Ich hätte halt auch gern noch was von meinem Kind, bevor ich dann in den Unterricht gehe. Papa, komm nach Hause. Gut, ich habe halt auch bloß eine Stunde von 18 bis 19 Uhr. Also von daher ist das alles entspannt. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch was gegessen fix und habe die Flaschen noch abgewaschen für das Kind und habe neues Wasser aufgesetzt, also abgekocht, weil wir da auch keins mehr hatten. Und ich habe, ja, bei Facebook und Instagram die Eröffnung vom Tanzstudio bekannt gegeben, weil ich habe ja das Plakat gemacht gehabt und habe das jetzt gepostet. Ich muss dann noch heute oder morgen spätestens mal die Bestellungen machen, damit ich die Plakate bestelle, damit wir die auch hier in der Umgebung halt noch aushängen können und ja, ein bisschen Werbung machen. Ein bisschen Werbung ist ja immer wichtig. Ich habe gestern irgendwie dann irgendwann einfach nicht mehr weiter gefilmt. Das hat einfach zwei Gründe gehabt. Zum einen habe ich es einfach vergessen. Und zum anderen, ich hatte ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal gefilmt, kurz nachdem ich die Unterrichtsvorbereitung gemacht habe. Und wo ich dann auf meinen Mann gewartet habe. Der kam dann auch. Das war dann alles gut. Und dann habe ich mich mit dem Kleinen noch ein bisschen hier auf die Couch gelegt, weil ich dachte, okay, ich ruhe mich noch ein bisschen aus, bevor dann mein eigentlicher Unterricht beginnt. Bin eingeschlafen und plötzlich kam mein Mann und meinte, die Mädels kommen. Ich wache aus meinem Schlaf auf. Ich so, was? Ja, ich dann total verpennt runter und dann, meinen Unterricht gemacht. Und dann irgendwie, wo ich wieder hoch bin, weil dann war ich wieder total fertig und dann habe ich es einfach auch verrissen und keine Ahnung. Ich habe euch aber, denke ich, hier vor dem jetzt hier, was ihr jetzt hier seht, einen kleinen Clip eingeblendet. Vom Training. Ich habe ein bisschen was gefilmt. Ich habe auch jetzt den Mädels, also zumindest einigen Mädels habe ich gestern dann das gesagt, dass ich auch YouTube-Videos mache. Ich denke, ich werde heute im Rest das machen. Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass ich dann gestern nicht mehr so richtig mitgefilmt habe, dachte ich, ich mache halt einfach 2 Tage draus. Und ja, nehme euch heute einfach nochmal mit. So viel steht heute gar nicht an. Wir, sind noch im Schlafanzug, das Kind zumindestens. Ich habe mich jetzt gerade schon mal ein bisschen fertig gemacht. Wir haben es auch, glaube ich, gerade 9:30 oder so. Mein Mann ist die Nacht aufgestanden, weil ich halt gestern einfach so fertig war. Und er dann meinte, pass auf, schlaf du dich aus, ich stehe auf. Er ist jetzt auch schon wieder Rasenmähen bei seinen Eltern. Ja, 4. Tag in Folge mittlerweile. Und aber das ist halt extrem viel Grundstück. Genau,
So, Kind, nimm mal den Schnulli, weil hier fliegt eine Fliege rum. Ich habe ein bisschen Angst, dass die dir in den Mund fliegt. Nicht, dass mein Kind noch die Fliege ist. Oder die Fliege mein Kind. Ja. Genau, wo war ich jetzt? Ach so, genau, was heute ansteht. Heute steht gar nicht mehr so viel an. Ich werde dann das Kind mal fertig machen, dann muss ich Fläschchen abwaschen und ja, dann werden wir den Tag ein bisschen genießen und 18 Uhr kommen dann halt wieder die Mädchen und Jungs, also einen habe ich. Und genau, heute ist dann weniger Training, sondern mehr Probe und ja, geh weg von meinem Kind. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gestern meinen Sohnemann kaum gezeigt habe, dieses hübsche kleine Ding. Und deshalb, guten Morgen. Guten Morgen, mein Spatz. Wir sind noch im Schlafanzug. Die kleinen Stinkefüße sind hier. Na? Bist du mit Socken fusseln? Nö, geht. Alles gut. So, wir haben uns jetzt angezogen. Wir haben heute mal die Hose, von der ich eigentlich ja nicht so begeistert bin, an. Ich finde die halt hier unten ist die ganz komisch geschnitten so ein bisschen. Ich hätte die Beine wahrscheinlich ein bisschen länger gelassen, aber die kann man halt auch nicht ganz runterkrempeln, weil das hier festgenäht ist. Aber trotzdem. Freust du dich? Freust du dich? Jetzt seht ihr endlich mal lachen. Ne? So, wir sind mal wieder unterwegs. Sieht man vielleicht hier bei uns ist schön. Wir sind einfach jetzt eine Runde spazieren. Ich war noch kurz auf der Post, einen Brief wegschaffen und mal kurz noch im Nah und Gut bei uns. Das ist so ein kleiner Supermarkt, hier einfach mir was zu trinken holen und noch so trockene Pflegetücher für den Kleinen, weil die haben immer diese Huggies Pflegetücher und die hole ich dort ganz gerne und unsere sind fast alle. Genau. So, und hier sieht man vielleicht so ein bisschen mal, wo wir wohnen. Hui. Genau, da. Also wirklich Landleben pur. Genau, ich bin jetzt halt hier noch draußen. Jetzt sind wir gleich wieder auch zu Hause. Ich gehe jetzt gerade einen Berg runter und hier vorne. Ich laufe jetzt gleich am Kindergarten von dem, also am zukünftigen Kindergarten von unserem Zwerg vorbei. Genau, da werdet ihr mal sehen, dass es gar nicht weit von uns ist. Dass wir im Endeffekt nur in das Haus müssen. Hui, mein Kind sagt was. Naja. Er streckt sich nur. Genau. Ich zeige euch das gleich mal. Sieht man jetzt, das ist der Kindergarten. Und wenn wir jetzt hier runterlaufen, zwischen den Steinen durch, sind wir gleich bei uns. Ich zeige euch das. Und jetzt sind wir hier. Das hier ist der Kindergarten hier drüben. Und wir laufen im Endeffekt jetzt nur hier vor. Wir laufen jetzt nur hier vor. Und wenn ihr da hinten schon mal die Autos seht, die da stehen, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dort geht es dann rein zu unserem Grundstück. So, und hier geht's sozusagen runter zu uns. Das ist so hinterm Haus, wo es nicht ganz so hübsch im Moment aussieht. Das wird hier alles nochmal umgebaut. So, ich wieder an meinem Lieblingsplatz. Ihr seht mich irgendwie immer aus dieser Perspektive, habe ich das Gefühl. Nein, wir sind jetzt wieder zu Hause, haben alles erledigt und haben es gerade noch so abgepasst, weil wir sind gerade zur Haustür raus, da fing es jetzt langsam an zu tropfeln draußen. Also von daher, wir sind gut. So, der Papa ist mittlerweile, also war da, jetzt ist er gerade wieder weg. Also weil er noch den Brief, von dem ich erst gerade erzählt habe, fix wegschaffen musste und seinen Großeltern noch die Schlüssel von ihrem Haus wiedergeben musste, weil die jetzt aus dem Urlaub wieder da sind. Genau, und ich brate jetzt gerade ein paar Chicken Nuggets an, weil wir uns dann Wraps machen. Genau, und da wollen wir gerne Nuggets mit reinmachen. Und der Kleine guckt mir hier in der Küche zu. Steht hier auf dem Fußboden. Aber er schläft und die Wippe vibriert und er hat erst noch nicht geschlafen, er ist jetzt hier eingeschlafen. Genau, ich habe Fläschchen abgewaschen und sterilisiert und ja, jetzt braten meine Nuggets. Und genau, ich glaube, ich muss die mal wenden. Und ganz ehrlich, ich habe heute einen Muskelkater. Mir tun irgendwie jegliche Muskeln, die in meinem Körper vorhanden sind, weh.
Also schön ist das nicht, aber gut. Und ansonsten werden wir dann essen in Ruhe. Vielleicht lege ich mich auch noch mal eine halbe Stunde hin. Und ja, ich merke, ach, das ist total krass. Ich merke dieses Training plötzlich wieder so extrem. Ich meine, das dauert jetzt eine Woche, dann ist es auch erledigt. Aber ja, der Muskelkater und die allgemeine Fertigsein-Stimmung ist da. Aber gut, ich freue mich ja auch. Und außerdem geht dann das weg. Ich meine ja, also im Endeffekt geht das ja alles schon. Aber ich kann euch das ja mal zeigen, den Spaß. Also übrigens nicht wundern, die geht eigentlich zu. Aber wenn ich zu Hause bin, ist mir das immer klar. Ich sitze jetzt hier auch blöd. Ich mache mal den Oberkörper lang. Aber es ist halt einfach noch schwabbelig, nicht? Also gut, ich hatte auch 22 Kilo zugenommen. 15, 16 sind circa davon runter. Und der Rest, denke ich wirklich, wird jetzt nur mit Sport weggehen. So, wir liegen gerade hier zu dritt ein bisschen auf der Couch. Der Papa sucht mal wieder nach Holz im Internet. Nach Holz. Der Papa sucht nämlich entweder nach Holz, nach Autos oder nach Solar. Ne? Gibt's noch irgendwas? Schuhe. Schuhe. Ja. Nicht ich habe den Schultick in der Familie. Aber Autos übrigens in groß und klein. Also groß für uns, aber auch jetzt schon. Und wenn man mal guckt, das Kleine ist noch ganz schön klein. Der Papa sucht jetzt schon nach Autos, Traktoren. Wie heißt das Ding? Gator von? Wie heißt das? John Deere. Ja, also der Fuhrpark weitet sich aus. Ich habe euch ja im letzten Vlog schon Papas kleinen Fuhrpark gezeigt. Also das eine Auto, das andere Auto und dann noch das Quad. Dann gibt es noch einen Rasentraktor und ach, aber Papa und Fahrzeuge. Ne? Das ist so eine Sache für sich. Jo, ich werde dann jetzt gleich in den Unterricht gehen. Ich sitze gerade noch in der Werkstatt oder in der Garage oder alles zusammen, wie man vielleicht sieht. Ja, und wir sind jetzt runtergegangen, weil ein Kumpel gleich kommt, der seit Ewigkeiten keine Freundin mehr hat. Er hat gerade am Telefon angekündigt, ich habe jetzt eine neue Frau, ich bringe eine Frau mit. Wieso, ist das was Richtiges? Ja, sieht so aus. Und jetzt sind wir unten irgendwie alle da und wollen uns angucken. Ist schon ein bisschen doof von uns, Schatz, oder? Ja. Ja. Naja, gut. Aber ich muss ja dann eh gleich in den Unterricht und von daher geht das. Wir hatten auch gerade einen kleinen Zwischenfall auf dem Wickeltisch. Also an sich nicht. Unser Kind hat halt einfach nur die Windel voll gehabt. So richtig voll. So kacke voll. Und aber so viel und den Papa hat es gewürgt. Ich meine, mich stört das ja überhaupt nicht mehr. Und also hat es mich eigentlich von Anfang an noch nicht. Klar, natürlich gibt es schönere Sachen zu machen. Aber nicht, also man macht's halt. Aber der Papa kommt ja mit den Kackwindeln überhaupt nicht klar. Also Normalwindeln wechseln, alles kein Thema, aber bei Kackwindeln hört's auf. Und naja, aber gut, ich muss gerade so lachen. So, naja, dann warten wir jetzt mal auf die neue Frau und dann werde ich in den Unterricht gehen und jo, ein bisschen was tun. Ich habe so leichte Kopfschmerzen heute irgendwie, aber ich glaube, ich habe einfach zu wenig getrunken. Ich sehe auch aus schon wieder. Nein, egal. Wie man sieht, wir sind wieder oben.
Und ja, mein Kleiner war die ganze Zeit beim Papa beim Autobauen und ich habe Training gemacht und total geschwitzt. Und meine Mädels wissen jetzt, was ich mache. Und ja, wir haben gesagt, ich kann auch die mit reinnehmen und so. Und von daher habt ihr jetzt wahrscheinlich ein paar Ausschnitte aus dem Training gesehen. Also ist so nur ein bisschen Probe. Und genau. Ansonsten, ja, mache ich jetzt nicht mehr viel. Wir gucken den Lehrer. Also Krümel und ich, weil Papa baut immer noch unten Auto, weil mal wieder nichts funktioniert. Ja. Und wir gucken nicht jeden Donnerstag den Lehrer. Und ich liebe diesen Menschen. Also ich hoffe, mein Sohn kriegt mal so einen Lehrer wirklich, weil ich finde das, ich finde den so cool. Ich weiß, das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber ja, wir gucken das total gern. Und deshalb würde ich an dieser Stelle jetzt einfach auch den Vlog beenden, weil, ja, gibt eh nichts mehr zu erzählen und passiert heute auch nichts mehr. Also ich gehe da noch mit dem kleinen Livanna, aber da nehme ich euch ja eh nicht mit, ne? Weil eine nackige Mama und ein nackiges Kind will eh keiner sehen. Sollte zumindest so sein. Genau. So, willst du auch noch Tschüss sagen, mein Spatz? Tschüss! Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!